Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Sendung Kochlust. Heute machen wir ein paar Palatschinken. Was wir dazu brauchen ist Milch, ein bisschen Salz, ein Mehl, Eier, ein bisschen Öl, das war's schon, und Pfannen. Wir schütten einen Topf Mehl mit den Eiern und Milch. Normal können Sie das nach Gefühl machen, aber damit Sie mal eine ungefähre Vorstellung haben, machen wir das heute mal mit Abwiegen. Ich nehme circa, wiege das jetzt ab, damit Sie sehen, wie viel ich nehme. Das sind circa 150, 160 Gramm Mehl. Dann gebe ich einen, schauen wir mal, einen Viertelliter Milch circa. Viertelliter Milch. Das verrühren wir ein bisschen. So. Dann kommen zwei Eier auf diese Menge. Die ganzen einfach reinschlagen. Und eine Prise Salz. Herdplatten gleich aufdrehen. Man kann das immer, ich habe hier dann noch eine zweite Pfanne, gleich mit zwei oder drei Pfannen machen, dann geht das schneller. Dann wird das verrührt nochmal. Das soll dann so von der Flüssigkeit, ich zeige es Ihnen gleich, wie es werden soll. Ja, ich habe jetzt schon fast ein paar Mehlklumpen drin. Ich habe hier ein paar Mehlklumpen, ich habe zu wenig gerührt, aber das ist egal. Und dann sollte der Teig ungefähr, schauen Sie mal, so eine Konsistenz haben. Dann passt er. Sollte er zu dick sein, geben Sie einfach noch ein bisschen Milch dazu. Sollte er zu flüssig sein, dann geben Sie einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Das war's schon. Wenn man mit dem Mehl schneller einrührt, dann gibt es auch weniger Klumpen. So. Die stören aber überhaupt nicht. Dann kommt ein bisschen Öl in die Pfanne. Wir haben hier gleich zwei. Wir können Sie ruhig genug reintun. Dann richten Sie sich hier ein Schälchen. Lassen das Öl durch die Pfanne schwenken und das, was zu viel ist, tun Sie wieder hier in die Tasse. Das kann man dann für die nächsten wieder brauchen. So. Und dann kommt einfach mit einem Schöpfer hier in die Pfanne, nicht viel, ganz dünn, und das dann so rumfahren, dass es überall bedeckt ist. So. Jetzt noch ein bisschen kalt die Pfanne, man müsste sie länger vorheizen. Ich möchte, dass hier recht das Video nicht allzu lange wird. Jetzt einfach warten, bis sie auf einer Seite goldbraun sind, dann umdrehen, wieder warten, bis sie goldbraun sind und fertig. Ich mache hier jetzt circa 1, 2, 3, 4, ja, circa mit dieser Menge gehen sich 5 Palatschinken aus. Dann können Sie es sich genau ausrechnen. Möchten Sie 10 Palatschinken, machen Sie doppelt so viel. Möchten Sie nur genau 5 haben, dann passt diese Menge. Dann richten Sie sich einen Teller her. Wo man die dann alle übereinander drauf tut. Normalerweise wären sie schon zum Umdrehen, nur leider habe ich vergessen, den Herd vorzuheizen und mein Herd ist sowieso Katastrophe. Ich muss mir unbedingt einen neuen kaufen. Das müssen wir kurz warten.
Zu den Palatschinken, also die kann man essen, wie man will. Es gibt hunderte von Arten. Sie können Palatschinken her tun, dann eine Kugel Eis drauf tun, zusammenklappen, ein bisschen Schokosauce, Sahne, super Dessert, Eispalatschinken nennt man das. Sie können auch einfach Marmelade rein tun, reinrollen. Sie können sie in Streifen schneiden, in die Suppe tun, dann haben Sie eine Frittatensuppe. Sie können so viele Sachen machen. Sie können auch Spinat, Palatschinken, so eine Art Lasagne machen. Die machen wir jetzt dann später. Deshalb mache ich das jetzt ja so. Ach, das ist noch flüssig. Ja. Ja, da geht es schneller. Dann einfach umdrehen. Ein bisschen länger vielleicht noch sollten sie drin sein. Ja, ich möchte jetzt nicht hier, dass sie unsinnig lange rumwarten müssen. Einfach, ich habe ihn jetzt umgedreht. Er wird dann noch ein bisschen brauner. Ich drehe ihn dann nochmal rum. Und hier lasse ich jetzt auch noch, bis er braun ist, auf den Teller, nächsten drauf. Und zum Mansell-Loch. Ich zeige Ihnen dann noch ein Foto, wie er dann fertig aussieht von der Bäume. Tschüss, bis später. Das ist von der Farbe her perfekt.